Willkommen bei So geht das. Ich bin Felix und darf ich das so moderieren? Die ganze Zeit. Willkommen bei So geht das. Ich bin Felix und ich erkläre dir heute, wie du ein geiles Leben führen kannst, auch wenn du arm bist. Du musst nicht in eine schicke Bar oder in ein Restaurant gehen, um eine gute Zeit zu haben. Du kannst eine Menge Geld sparen, wenn du es dir zur Gewohnheit machst, mehr Zeit zu Hause zu verbringen, anstatt für alles außer Haus Geld zu bezahlen. Lass den morgendlichen Kaffee für 1,50 Euro sein und gewöhne es dir an, zu Hause Kaffee zu trinken oder nimm eine Thermoskanne mit. Wenn deine Freunde dich das nächste Mal fragen, ob du mit in eine Bar gehst, dann lade sie doch stattdessen auf ein paar Drinks zu dir nach Hause ein. Und wenn du doch mal raus möchtest, gib dein Geld clever aus. Wenn du zum Essen rausgehst, dann isst zu Hause eine Kleinigkeit, damit du nicht so hungrig bist, dass du alles auf der Speisekarte bestellst. So kannst du eine günstige Kleinigkeit bestellen und die Leute halten dich für krass diszipliniert und gesundheitsbewusst. Das gilt auch dafür, wenn du dich betrinken willst. Schütt dir zu Hause schon mal 2 Billigbier in den Hals, dann musst du später im Club weniger trinken, um voll zu werden. Und falls du ganz arm dran bist, kannst du auch mal die Bierreste anderer in ein Glas zusammenschütten. Einen Einkaufsplan zu erstellen, bevor du Lebensmittel kaufen gehst, wird dir schnell eine Menge Geld sparen. Schreibe alles, was du für die Woche benötigst, auf. Je weniger Zeit du beim Einkaufen verbringst, desto weniger wahrscheinlich wirst du etwas mitnehmen, das du nicht wirklich benötigst. Kaufe immer ein, kurz nachdem du gegessen hast. Alles wird weniger anziehend aussehen, wenn du mit vollem Magen einkaufst. Generell ist in großen Mengen einzukaufen auf lange Sicht günstiger, als ständig kleine Einkäufe zu machen. Selbst zu einer Geburtstagsparty eingeladen zu werden, kann teuer werden, denn deine gierigen Freunde wollen natürlich immer etwas geschenkt haben. Deswegen bringst du besser selbstgebastelte Geschenke mit. Zum Beispiel einen Gutschein für einmal Entenfüttern im Park inklusive einer trockenen Scheibe Brot. Das ist individueller als ein Amazon-Gutschein und der Gastgeber kann sich nicht beschweren. Erforsche die öffentlichen Verkehrsmittel in deiner Umgebung. Je nachdem, wo du lebst, könnten dir eine Vielzahl von günstigeren Optionen an öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung stehen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, das Auto zu nehmen, denke über die Möglichkeit der Fahrgemeinschaften nach. Das erlaubt dir, die Benzin- und Unterhaltskosten zu teilen. Außerdem hast du so jemanden, mit dem du reden kannst. So entstehen vielleicht sogar neue Freundschaften. Perfekt, oder? Schaue, welche Fixkosten du im Monat hast und überlege, auf was du davon verzichten kannst. Melde zusätzliche Fernseh- oder Internetpakete ab, wechsle zu einem sparsamen Handytarif und spare Strom und Wasser. Durchsuche außerdem mal deine Wohnung nach allem, das du nicht mehr brauchst und eventuell verkaufen kannst, wie alte Elektrogeräte, Videospiele, Bücher oder Klamotten. Wenn du selber etwas brauchst, dann greife ebenfalls auf gebrauchte Artikel zurück. Oder suche über Internetseiten nach Sachen, die verschenkt werden. Wie ihr seht, macht die Not erfinderisch. Geil. Hammer.